Willkommen zu Spiel 1 aus Berlin. Die Finals beginnen in der Damen-Bundesliga zwischen dem TTC Berlin Eastside und dem TTC 1946 Weinheim. Beide Mannschaften haben mit einer sehr guten Performance die Halbfinalspiele gewonnen und jetzt zählt's. Weinheim gewann die reguläre Saison, deswegen haben sie in Spiel 2 und eventuell in Spiel 3 Heimvorteil. Nun gilt es für TTC Berlin Eastside, eine erste Duftmarke zu setzen und zu zeigen, warum man auch die letzten Jahre immer Meister geworden ist. Was außerdem ein Faktor werden kann, sind die Wetterbedingungen. Schon heute in Berlin sind es 30 Grad. Und das ist das 6:1 für TTC Berlin Eastside durch eine überragende Performance, sowohl von Nana als auch vom Rest der Mannschaft. Ein erstes Ausrufezeichen ist Berlin gelungen. Nun geht es weiter nach Weinheim. Der Transfer beginnt und Sonntag dann Spiel 2 in der Hitze aus Baden-Württemberg. Spiel 2 steht heute an. Wir sind hier in Frankfurt angekommen am gestrigen Abend, haben hier gefrühstückt und heute
geht's nach Weinheim weiter zum hoffentlich alles entscheidenden Spiel und dass sie das 2:0 zumachen mit dem TTC Berlin Eastside. Es wird eine heiße Sache, es werden 30 Grad, in der Halle werden es wahrscheinlich 40 Grad. Willkommen aus Weinheim, es ist Sonntagmittag. Die Stimmung ist am Siedepunkt, über 300 Zuschauer in dieser Halle. Es gibt ein Glasdach und die Temperaturen sind saunaähnlich. Das Wasser wird hoffentlich reichen und der TTC Berlin Eastside wird diese Schlacht hier in Weinheim gewinnen. Nach der überragenden Performance im Hinspiel geht es nun ein 5:5 zu erreichen. Das Team macht einen gefestigten Eindruck und hat den Vorteil gegenüber Weinheim einfach routiniert zu sein und schon sehr, sehr viele Titel gewonnen zu haben. Kurz vor Spiel 2, wie geht's dir und was erwartest du heute in der Halle? Die Temperaturen sind ja nicht ohne. Ja, also ich erwarte auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Ich meine, das Hinspiel ging zwar 6:1 aus, aber ich glaube, wir haben 3 Spiele im 5. Satz gewonnen. Es hätte auch deutlich knapper sein können. Aber ja, ich hoffe, dass wir relativ schnell den Sack mit 5 Punkten zumachen können. Ja, ich bin immer noch leicht angeschlagen, aber bin auf dem Weg der Besserung und ich hoffe, dass ich meinem Team heute ein bisschen mehr helfen kann als die letzten Spiele. So Jessica, jetzt sehen wir uns in Weinheim, Spiel 2. Was erwartest du? Was erwartest du in dieser Halle? Was, du kannst ja vielleicht mal verraten, was gibt es hier in dieser Halle? Was also, ist das Besondere? Das Besondere an der Halle ist erstens mal, dass es sehr heiß ist und zum zweiten Mal gleich durch viele Zuschauer noch heißer werden wird. Also erwarte ich viel Schweiß. Hast du gehört, Nina? Die ist nämlich an der Kamera. Viel Schweiß. Ja, zu anderen, also ist immer schwierig, was man erwartet. Also ich denke, dass die unten tauschen werden, dass sie Piccolin bringen werden für Klee, um einfach eine bessere Ausgangsposition gegen uns zu bekommen. Ausgangsposition insofern, dass sie erstmal bessere Spiele für sich haben, um uns vielleicht unter Druck zu setzen. Aber das ist immer, ich weiß halt nicht, wie die so taktisch visiert sind. Wenn sie es nicht machen, sind wir happy. Und wenn sie es machen, wird das wahrscheinlich nichts daran ändern, dass wir hier gewinnen.
Ja. Yes, sir!